Hallo, ich bin Konrad Rennert, bin der Geschäftsführer der Flugpages GmbH und wir suchen Partner. Zu diesem Zweck haben wir mehrere Videos angefertigt. Dieses ist das Video 2. Wir beschäftigen uns mit der Herstellung und dem Verlag von Assessments und Bildungsmaterial und genau dafür brauchen wir die Partner, weil man kann ja nicht alles selbst machen. In diesem Video, da wollen wir zeigen, wie man die Partizipation im Internet richtig fördern kann. Dazu gehört es, dass alle, die mitmachen, sich natürlich im Urheberrecht auskennen. Und da ich hier keine lange Vorlesung halten will, will ich nur ein paar der wichtigsten Regeln kurz und bündig sagen. Wer da umfassend informiert sein will, der hat natürlich die nächste Möglichkeit Wikipedia und dann gibt es natürlich auch Vorlesungen und Abhandlungen von Rechtsanwälten, die im Internet ihr Wissen bereitstellen und das ist auch sehr löblich. Machen wir es kurz. Werke durch Sie oder durch mich entstehen dadurch, dass wir selbst schreiben, selbst zeichnen, selbst fotografieren, selbst Videos anfertigen. Alles, was wir selbst tun und nicht irgendwelche Rechte von anderen verletzt, also Privatsphäre oder dass wir da in fremde Grundstücke eingedrungen sind und haben da Bilder gemacht, das ist nicht erlaubt. Aber die Panoramafreiheit war ja gerade ein Thema. Wenn Sie also von der öffentlichen Straße aus dem Gebäude fotografieren, dann haben Sie da kein Problem. Ein Foto, das ist immer geeignet, dass man dafür die Urheberrechte hat. Bei Texten ist es ein bisschen anders. Da muss das Werk ausreichende Schöpfungshöhe haben. Wenn Sie eine Kirche knipsen, dann haben Sie das Urheberrecht. Aber wenn Sie jetzt über die Kirche schreiben, sie ist ein altes Gemäuer, dann ist das noch keine Schöpfungshöhe und da können Sie dann natürlich noch keinen verklagen, wenn ein anderer den gleichen Satz verwendet. Die Copyrights, das sind vertraglich festgelegte Rechte zur Verwertung. Die gibt es streng genommen in dieser Form auch nur im amerikanischen Raum. Wir verwenden das Copyright-Symbol öfters, um da unsere Urheberrechte kenntlich zu machen, aber das ist eigentlich überflüssig. Jeder, der hier Werke veröffentlicht mit ausreichender Schöpfungshöhe und hat die nicht abgetreten, die Rechte an einem Verlag, also indem er da einen Vertrag mit denen gemacht hat, dass er dafür Honorar bekommt und dafür natürlich diese Copyrights abtritt. Wer das nicht macht, macht gar nichts. Da sind die Werke, die sind grundsätzlich veröffentlicht unter alle Rechte vorbehalten. Und das bedeutet nach dem Paragraph 64 des deutschen Urheberrechts, dass Sie auch 70 Jahre nach dem Tod noch nicht ohne Erlaubnis der Erben weiterverbreitet werden dürfen. Solange der Autor lebt, kann er ja sagen, okay, verwendet das. Das ein Lehrer ist, der Bildungsmaterialien erstellt hat und an den Kollegen weitergibt. Aber angenommen, das Material ist so gut, dass auch nach seinem Tode noch wertvoll ist, dann müssten die Erben befragt werden. Das hat er sicherlich nicht so gewollt, aber wenn er keine Vorkehrungen trifft, dann ist das so. Dann wird jemand, der diese Rechte nicht irgendwo nachlesen kann, der muss die einholen. Und da gibt es eine sehr gute Sache, die Creative Commons Lizenz. Und damit kann man sich intensiv auseinandersetzen. Die werden auch empfohlen von der UNESCO, um das Recht auf freie Bildung am besten umzusetzen. Ich habe hier eine Seite ausgewählt, Creative Commons. Da wird fast immer um Spenden gebeten. Und da ist jetzt auch schon beschrieben, und da habe ich auch gerade für gespendet, zeige ich auch gleich, damit man nicht denkt, der redet hier nur rum und spendet nichts hier für die Organisation. Da steht Made with Creative Commons, a book on Open Business Models. Und das bedeutet, dass immer mehr Menschen auf die Idee kommen, sich mit dieser Lizenzierung, mit dieser Art der Lizenzierung zu beschäftigen, auch um Geschäftsmodelle aufzubauen. Das habe ich auch schon Tage oder Wochen bevor dieses hier erschien. Aber da will ich jetzt erstmal zeigen, ich habe wirklich hier für 10 Dollar gespendet, weil so ein Werk wird mich brennend interessieren, Geschäftsmodelle mit den Creative Commons und das ist ja auch das, was ich Ihnen in den nächsten Videos noch zeigen will. Ich will jetzt nicht mit PowerPoint fortfahren, sondern direkt zu der Website von Creative Commons gehen. Im Augenblick ist die noch Englisch. Im unteren Teil kann man das Ganze auf Deutsch umstellen. Hier tauchen die Sprachen auf, die verfügbar sind. Und
Da ist denn auch beschrieben, ich habe ja jetzt schon Deutsch ausgewählt, was ist da möglich mit diesen Lizenzen? Wie sind die aufgebaut? Und die sind in mehreren Schichten aufgebaut. Die am optimalsten ist für die Leute, die weiterverwenden wollen, das ist die Creative Commons Lizenz mit Namensnennung. Diese anderen Lizenzen machen alle mehr oder weniger viele Einschränkungen, die gut gemeint sind, aber ganz schlechte Folgen haben können. Beispielsweise hier unten rechts die, da steht also noch nicht kommerziell und keine Bearbeitung. Das heißt also, kommerziell ist ja schon eine Seite, wo vielleicht nur eine Bannerwerbung gegen Entgelt passiert und das kann was ganz Harmloses sein, aber in dem Moment, wo man eben eine Bannerwerbung gegen Entgelt erlaubt, ist diese Seite kommerziell. Und dann darf man, wenn so eine Lizenz darunter steht, darf man da diesen Beitrag nicht verwenden. Keine Bearbeitung ist natürlich besonders blöd, wenn man da was drin erkennt, was optimiert werden kann. Man kann es nicht verändern, weil die Bearbeitung es nicht erlaubt. Das ist alles ohne Problem, wenn man sich hier auf die Namensnennung beschränkt. Das heißt, für mich, wenn ich etwas veröffentliche, andere dürfen das verwenden, die müssen natürlich kenntlich machen, was sie verändert haben, aber die Namensnennung, da bestehe ich drauf, das ist praktisch mein Branding, so heißt das hier bei den Marketingleuten. Das heißt, man muss immer, wenn man mein Werk verwendet, muss man auch meinen Namen nennen und vielleicht auch meinen Sponsoren, wenn ich den praktisch als Herausgeber, weil er mich ja gefördert hat, kennzeichne. Das will ich da reinschreiben und wie ich das mache, das will ich Ihnen also dann auch gleich zeigen. Ich gehe hier auf Licenses, Choose a License, sollte jetzt auch, na, ist jetzt sogar Deutsch, weil ich das eben schon ausgewählt habe. Das ist der Lizenzgenerator. Das, was voreingestellt ist, das ist hier die Creative Commons Lizenz mit Namensnennung. So steht sie auch hier, International. Da gibt es also verschiedene Versionen. Wenn ich was anderes will, dann kann ich hier was einstellen. Keine Bearbeitung, dann hier unten kann man da noch Nein angeben und gleiche Bedingungen. Also Sie sehen, hier kann man also einfach diese Symbole dadurch hinzufügen, dass man hier die entsprechenden kleinen Kontrollbuttons hier setzt. Ja, und jetzt habe ich also wieder alles so, wie es ursprünglich war. Nur Namensnennung. So, jetzt passt zu dem, was ich ausgewählt habe, dieses kleine Bild. Und weil ich hier noch nichts eingetragen habe, Titel des Werkes zum Beispiel, da steht hier auch noch nichts drin. Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz. Da habe ich jetzt ein paar Worte vergessen, aber das macht nichts. Jetzt will ich dem Werk auch einen Titel geben. Ich habe mir das hier schon überlegt, was ich da reinschreibe. Bildungssponsoring und Rechteinhaber bin ich. Also will ich einfach hier mal kopieren, dann brauche ich nicht so viel zu schreiben. Titel des Werkes Bildungssponsoring. Habe ich hier reingeschrieben. Sie sehen, Bildungssponsoring ist lizenziert. Jetzt hat er also diesen Begriff sofort reingeschrieben. Hier kommt mein Name hin, Konrad Rennert. Ja, und dann ist hier noch nötig, dass ich auch, oder ich sollte es, muss ich nicht, aber kann ja nützlich für mich sein, wenn jemand auf den Namen klickt, dass er dann gleich auf meiner Webseite ist. Dann schreibe ich da noch die URL hin. Das heißt, weil ich da jetzt faul bin, da kopiere ich mir die hier wieder, http://konradrenner.de. Die kopiere ich mir und setze die hier ein. Also wenn man das so vorbereitet hat, dann passt das hier. Sie sehen, hier oben ist dann auch mein Name blau geschrieben, weil das deutet darauf hin, dass es jetzt sich um eine URL handelt. Ich habe bei dem Bildungssponsoring nachgeschaut, was gibt es in der Wikipedia an Sponsoring-Einträgen. Und auch das kann ich mir also auch hier wieder, damit ich dann nicht lange tippen muss, kann ich mir wieder über die Zwischenablage hier reinkopieren. Ja, und wenn ich das hier reinschreibe, dann sehen Sie, hier steht jetzt auch, beruht auf dem Werk unter wikipedia.org Sponsoring. Das ist dann also auch gleich entsprechend verlinkt. Dann habe ich hier noch weitere Erlaubnisse, weil ich mache ja offene Bildungsmaterialien und ein Dutzend habe ich da auch schon freigegeben.
Damit ich das auch wieder schnell habe, gehe ich hier wieder auf die Stelle. Die werden bei meinem Unternehmen Blue Pages unter der Seite OER angeboten. Da können Sie also von mir noch weitere Dinge bekommen. Und das kann ich dann hier reinschreiben, beziehungsweise hier reinkopieren. Und dann sehen Sie, das, was ich also jetzt hier durch die Einträge in diesen Lizenzgenerator gemacht habe, das sehen wir hier unter der ausgewählten Lizenz CC BY, nenne ich sie jetzt mal. Und da stehen also diese ganzen Dinge drin, die ich eben zusammengeschrieben oder zusammengeklickt habe. Hier unten stehen jetzt noch so ein paar Dinge, will ich vielleicht auch noch kurz erklären. Format des Werkes, es könnte sein, es ist nur ein Bild oder es ist ein Video oder ein Audio, also Ton oder ein Datensatz. Aber hier kommen verschiedene Sachen vor. In diesem Werk kommt ein Video vor und auch Text, vielleicht auch ein Bild. Deshalb lasse ich hier andere oder mehrere Formen zu. Bei der Lizenzkennzeichnung, wenn ich das auf einer Webseite einbaue, dann ist das hier genau das Richtige. Wenn ich es in ein PDF-Dokument reinbringe, dann wähle ich das. Und wenn ich es auf Papier ausdrucken will, kann ich auch auf Offline gehen. Also HTML und RDF klein a, ne? Das ist genau das, was ich hier brauche. Jetzt habe ich hier den HTML-Code, den habe ich hier zusammengestellt und den kann ich einfach kopieren. Ich klicke da rein, man sieht, das ist hervorgehoben, dann kopiere ich den, nehme ich mal die rechte Maustaste, dann gehe ich auf die Seite, wo ich den verwenden will. Na, das ist hier oben, digitale Bildung. Da steht noch nichts. Doch, da steht schon was. Dann nehme ich die nächste Seite, Bildungssponsoring. Soll ähnlich dem Sportsponsoring funktionieren. Da ist der Text, da sehen Sie mich also auch mit dem Video, was ich aufgenommen habe. Und dieser Beitrag, der soll also jetzt mit dieser Lizenz versehen werden. Das hier ist eine Website, die basiert auf WordPress. WordPress will ich jetzt nicht erklären, aber wenn ich da angemeldet bin, habe ich hier auch den Button Edit, Bearbeiten. Und dann bin ich hier am Ende des Beitrages, im Augenblick in der Textansicht, also man kann das hier umschalten. So sieht das aus, fast so ähnlich aus, wie Sie es eben gesehen haben, aber ich will ja hier drunter, da soll jetzt die Lizenz hin. Und das mache ich, indem ich hier den HTML-Code über Text auswähle. Sie sehen, hier stehen jetzt auch schon so Sachen, die kaum verständlich sind. Und da klicke ich hier an das Ende, betätige hier die Eingabetaste vielleicht zweimal, wenn ich eine Freizeile haben will, und dann füge ich über die Zwischenablage, mal sehen, ob das so geht. Ja, da füge ich das ein. Sie sehen, das, was ich da eben aus der Markierung bei der Creative Commons Lizenz kopiert habe, das steht jetzt hier. Ich kann jetzt wieder auf visuell umschalten und da unten drunter, da taucht das jetzt auch auf. Jetzt fehlt nur noch, dass ich das Ganze teste, ob es auch funktioniert. Dazu wähle ich hier oben Beitrag ansehen. Das sehen Sie, hätte ich beinahe vergessen. Wenn man es nicht speichert, ist es weg, auf der Seite bleiben. Man muss das aktualisieren, dann wird das auch gespeichert, weil das ist ja jetzt sofort im Internet. Wenn Sie da eben auf meiner Webseite gewesen wären, könnten Sie das also jetzt live mitverfolgen. Jetzt gehe ich auf Beitrag ansehen. Und so sieht das dann aus. Wenn ich hier auf konradrenner.de gehe, dann komme ich wahrscheinlich an den Anfang meiner Website. Genau das ist es. Muss ich jetzt wieder nach unten rollen, da bin ich wieder. Wenn ich hier auf diesen zweiten Link gehe, dann können diejenigen, die diese Lizenz sehen, erkennen, was ist da für eine Lizenz gemeint. Also haben wir jetzt wieder die englische Form, die man umschalten kann, hier unten auf Deutsch. Ja, wer also dann dieses Englische nicht versteht, jetzt habe ich es also wieder auf Deutsch umgeschaltet. So, ich gehe jetzt zurück. Zweimal geklickt, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt habe ich ja gesagt, beruht auf dem Werk der Wikipedia mit Sponsoring am Ende. Und da bin ich, also auch das funktioniert. Und über die Lizenz hinausgehende Erlaubnisse können Sie unter bluepages.de OER erhalten. Wollen wir auch noch testen? Na, dauert ein bisschen länger, wird eine andere Webseite aufgerufen. Ah, keine sichere Verbindung. So, es
Liegt daran, hier habe ich HTTPS verwendet, das muss ich korrigieren. Ich gehe ja wieder auf Beitrag bearbeiten. Und da könnte ich natürlich jetzt erneut hergehen und das Ganze einfügen. Vielleicht mache ich das auch. Da war es ja. HTTPS, das S kommt hier weg. Und dann sollte das auch nicht mehr hier drin stehen. Bluepages.de, da ist es. Das hier war die kritische Stelle. So, ich kopiere das hier nochmal. Kopiere das Ganze. Ich habe ja auch sonst nichts verändert. Gehe hier wieder auf meine eigene Seite. Lösche das raus. Und zwar war das alles ab hier. Und füge das einfach mal erneut ein. So, aktualisieren nicht vergessen. Jetzt bin ich peinlich berührt, wenn es immer noch nicht geht. Beitrag ansehen. Und hier müsste es jetzt gehen. Und habe ich aber Glück gehabt. Ich bin jetzt auf der Seite, wo die von meinem Unternehmen freigegebenen Bildungsmaterialien stehen. Und da sehen wir auch überall schon den Lizenztyp. Das heißt, wenn Sie eine Lernplattform haben, Moodle-Lernplattform, können Sie sich das alles herunterladen, installieren. Sie brauchen mich nicht zu fragen oder mein Unternehmen zu fragen. Können das also auch weiterverwenden, so wie Sie möchten. So, das Weitere schauen Sie sich einfach nach bei der Creative Commons Lizenz. Oder vielleicht die kurze Form, reicht ja vielleicht auch schon in der Wikipedia, um sich darüber schlau zu machen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.